Jetzt gibt es einen Einblick in die Werkstoffgruppe der Schwermetalle, am Beispiel einiger für den Maschinenbau relevanter Vertreter. Das wichtigste aller Schwermetalle, Eisen, wird in einem extra Video behandelt. Schwermetalle lassen sich auf unterschiedliche Weise von anderen Werkstoffen abgrenzen. Möglich sind sowohl Einteilungen aufgrund der Atommasse, der Ordnungszahl oder chemischer Eigenschaften. Am häufigsten wird jedoch die Dichte zugrunde gelegt. Schwermetalle sind demnach Metalle mit einer Dichte von über 5 Gramm je Kubikzentimeter. Diese Definition umfasst eine große Anzahl von Metallen. Einige von ihnen werden weiter betrachtet und Eigenschaften herausgestellt, die sie für den Maschinenbau interessant machen. Als erstes wird Kupfer betrachtet. Denn obwohl die mechanischen Eigenschaften deutlich ungünstiger sind als bei anderen Werkstoffen, werden jedes Jahr über 15 Millionen Tonnen Kupfer gefördert. Das Geheimnis des Kupfers liegt in seinen sehr guten elektrischen und thermischen Leitfähigkeiten. Seine elektrische Leitfähigkeit von 58 mal 10 hoch 6 Siemens pro Meter ist nur minimal geringer als die von Silber und deutlich besser als die von Gold mit 45 mal 10 hoch 6 Siemens pro Meter. Stromleiter werden daher meist aus Kupfer gefertigt und Aluminium kommt nur dann zum Einsatz, wenn eine höhere Festigkeit oder die geringere Dichte zwangsläufig erforderlich sind. Auch als Wärmeleiter hat Kupfer herausragende Eigenschaften. Mit 400 Watt pro Meter und Kelvin ist es auch hier nach Silber das beste Metall, um schnell Wärme zu transportieren. Ein Stoff, bei dem vor allem die mechanischen Eigenschaften im Vordergrund stehen, ist dagegen Wolfram. Mit einer sehr hohen Dichte von 19,25 Gramm je Kubikzentimeter ist es nur mit Gold vergleichbar, hat jedoch deutlich höhere Festigkeitswerte. Wolfram ist damit für die Herstellung von Werkzeugen besonders interessant. Hartmetallwerkzeuge sind deutlich belastbarer als vergleichbare aus Stahl. Nicht zuletzt liegt das auch an der hohen Hitzeresistenz des Werkstoffes. Mit 3422 Grad Celsius besitzt Wolfram die höchste Schmelztemperatur aller bekannten Elemente. Das Fertigen der Werkzeuge ist daher extrem komplex und erklärt zum Teil den deutlich höheren Preis. Jedoch lässt sich diese Eigenschaft auch ausnutzen. Glühlampen nutzen einen dünnen Draht aus Wolfram. Dieser beginnt zu glühen, darf aber nicht schmelzen. Auch im Inneren von Turbinen entstehen hohe Temperaturen, die den Einsatz von Stahl ausschließen. Hier kommen vor allem Legierungen auf Basis von Nickel zum Einsatz. Dies ist auf den ersten Blick verwunderlich, denn die Schmelztemperatur von Nickel liegt mit 1455 Grad Celsius sogar unter der von reinem Eisen mit 1536 Grad Celsius. Ab ca. 550 Grad Celsius stoßen aber selbst Warmarbeitsstähle an ihre Grenzen und beginnen zu kriechen. Bei präzisen Turbinen undenkbar. Nickel-Basislegierungen können jedoch bis nahe an ihren Schmelzpunkt eingesetzt werden. Ein Schwermetall, bei dem eine geringe Schmelztemperatur sogar erwünscht ist, ist das Zinn. Es schmilzt schon bei 232 Grad Celsius und wird daher als Hauptbestandteil in Weichloten genutzt. Von großer Bedeutung ist dabei das sogenannte Sickerlot aus 63% Zinn und 37% Blei. Beide Bestandteile haben einen geringen Schmelzpunkt und eignen sich daher als Lot. Zinn ist aber im Gegensatz zu Blei nicht toxisch, sodass durch bleifreie Lote die Bedeutung von Zinn noch weiter steigen wird. Nicht zu verwechseln ist Zinn mit Zink, da sich die Anwendungsgebiete deutlich unterscheiden. Zink wird vor allem als Korrosionsschutz für Stahl- und Eisenteile eingesetzt. Es wirkt dabei sowohl passiv als auch aktiv. Zum einen schirmt die Zinkschicht das Bauteil gegen die Atmosphäre ab, zum anderen fungiert sie bei offenen Flächen als Opferanode. Zink und Stahl bilden dabei eine galvanische Zelle. Das unedlere Metall wird dabei bevorzugt oxidiert und löst sich auf. Die Kathode, in diesem Fall die tragende Stahlkonstruktion, bleibt jedoch erhalten. Aber auch die mechanischen Werte von Zink sind durchaus interessant. Durch Zinkdruckguss lassen sich große Mengen von maßhaltigen Werkstücken wirtschaftlich fertigen. In jedem Auto sind durchschnittlich 10 Kilogramm Bauteile aus Zink verbaut.
Durch die geringe Schmelztemperatur von Zink und einem engen Erstarrungsintervall lassen sich besonders enge Toleranzen und glatte Oberflächen fertigen. Zusammenfassung: Schwermetalle können also überall dort eingesetzt werden, wo der klassische Werkstoff Stahl an seine Grenzen stößt. Die wichtigsten Eigenschaften sind: höhere elektrische Leitfähigkeit, höhere Einsatztemperaturen oder besserer Korrosionsschutz. Schwermetalle können in vielen Fällen die Lücken füllen und damit Technologien erst ermöglichen.